Ah, hier mal wieder was Schönes zum Anziehen. Ein Hut. 50%ige Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Ich mache ja kaum Nahkampf, ne? Mal kurz vergleichen. Dann nehmen wir mit, aber legen wir nicht an. Mein Gott, wie viele Lockpicks wir haben. Ich glaube das gar nicht. Ich meine, besser zu viel als zu wenig, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass man ganz viele Saves verpasst hat. Danke sehr. Hier scheint es aber nicht mehr weiter zu gehen. Booker, da. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hudsons Schneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Ah, die optionalen Quests haben leider noch nicht so erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da zu wenig gefunden. Also, okay. Da kommen wir her. Ne, hier müssen wir lang, ne? Ne. Wo war denn die dicke Tür? Wir müssen geradeaus und dann. Ja, dann gucke ich doch nochmal kurz hier. Schon wieder so ein Krähenviech-Typ. Der ist auch irgendwie nach links gegangen. Da gucke ich gleich. Jetzt mal kurz gucken, ob ich hier was anklicken kann. Sieht gerade nicht so aus. Uns mal ein bisschen helfen, das haben wir noch nicht aufgemacht. Wie viel habe ich denn? 24, ich glaube, einen brauche ich noch. Dann habe ich die Trophäe mit dem Revo. Yay! Und aber auf die andere Waffe. Ah, ich sehe schon. Ich hab noch nichts. Bei Sniper. Oh, lol, ein Schuss kaputt, geil. Ja, Revolver kann ich eigentlich wieder wegtun. Bräuchten wir noch so einen ja, Raketenwerfer oder so einen MG von den Handymans oder wer auch immer die hat. Ansonsten müsste ich noch mal schauen, was da fehlt. Ob Nahkampf noch fehlt. Ich meine aber auch noch Leute an der Skyline zu töten, also währenddessen ich an der Skyline bin. Das ist nicht ganz so einfach, weil ich da absolut nichts treffe. Brauchen wir Geld? Immer. Wir haben schon wieder gut Geld gesammelt. Sehr gut. Aber noch mehr?
Haben wir hier noch? Präzisionsgewehr haben wir schon. Ach, Gesundheit, okay. Ich habe wieder so ein Krähenviech. Kann irgendwie nicht so ganz orten, wo der ist. Hat sich gerade angehört, als ob der hinter mir wäre. Lockpicks, davon kann man nicht genug haben. Und was haben wir noch? Eine neue Hose. Okay, einen geisterhaften Verbündeten bekommen wir. Wenn wir eine Waffe fallen lassen. Pff, ist eigentlich totaler Quatsch. Nee. Nehmen wir mit, aber legen wir nicht an. So, wo hast du jetzt noch einen Lockpick gesehen? Sehe ich gerade gar nicht. Hier stand das so, ne? Ich meine, die ist sowieso nicht so wichtig, weil wir genug, mehr als genug Lockpicks haben. Wo ist denn hier ein Lockpick? Oder habe ich den schon mitgenommen? Ja, ich komme gleich, Kreia. Ich gucke erst nochmal hier in den Räumen. Hier sehe ich jetzt nicht allzu viel. Ein Safe, ist aber scheinbar schon offen. Was haben wir hier? Kannst du das knacken? Kinderspiel. So. 250 Münzen. Gut, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Dann öffnen wir mal den Riss. Ist ja schon kaputt. Chill. Dann öffnen wir aber jetzt mal den Riss. Kann ich? Ja. Und wenn ich diese Sabotage begehe, an ihre Patente. Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Wo soll ich denn jetzt hin? Sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Nee. Hey.
bringt überhaupt nichts, wenn ich die treffe, oder? Ich ziehe da absolut gar nichts ab. Ja, dann gib mir die doch mal. Danke. Kann ich da was abziehen? Ja, doch ein bisschen haben wir schon. Boah, aber das dauert. Ja, auch eine gute Sache. Kann ich nicht wieder hier hinkommen? Ich will da ungern rausgehen. Wo ist die denn? Ich raff das noch nicht so ganz. Ich würde sagen, das ist die. Ich durchsuche nochmal alles in Ruhe. Oder war. Das ist doch hier, wo wir schon mal waren, ne? Hier ist ein Automat, ja, klar. Okay. Lauf noch mal kurz über die drüber, wenn dann haben die noch was. Okay, hier sollte jetzt nichts Neues liegen. Ja, dann wollen wir wieder zurück, ne? Push the button. Ich weiß, hier waren wir auch schon. Schon wieder was. Will ich schon wieder so einen fetten Kampf haben. Was? Diesmal soll ich da oben hin. Aber ich gehe nochmal kurz zu den Automaten. Ne, den nicht. War da hinten noch einer? Ja. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Waffe hier noch verbessern kann. Ich sehe die hier gerade gar nicht. Tja. Was lohnt sich denn dann noch? Schrotflinte habe ich schon. Ja, die will ich ja auch noch machen. Dann mache ich das mal. Zack.
Und vielleicht noch eine Kraft oder so. Das hier kostet übelst viel, okay. Na gut, dann machen wir mal das Shop-Ding noch ein bisschen. Und dann sparen wir jetzt erstmal wieder. Dann rüste ich das aber auch mal aus, damit ich das mal ein bisschen benutze. Gucken, ihr habt nichts mehr, ne? Kann nicht schaden, ich habe gerade wieder gut ausgegeben. Ich könnte mal wieder so ein Upgrade für hier Gesundheit, Dingens und Schild und Salze gebrauchen. Da oben? Ja, nee, doch nicht. Wo ist der letzte Riss? Die jagen einen ja hier hin und her. Okay, jetzt muss ich offiziell mal hier unten lang. Ups. Sind das meine Freunde? Ich meine, hier ist eigentlich niemand. Hier ist eigentlich niemand mein Freund. Ja, das sollte ich auch mal tun. Die waren auf jeden Fall alle gut geschockt von der Fähigkeit. Ja, da soll ich rein. Mach ich ja auch, ne? Mal sehen, was ich tun kann. Bitte. Lockpicks immer noch. Das ist der Wahnsinn. Hier kommen wir nicht weiter. Die Betten, wie kurz die sind. Ich glaube das eigentlich gar nicht.
Schon lange kein Voxophon mehr gefunden. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Viel zu viel zu gut. Tot. Theorie. Wir sind über dem... Ah, das wollte ich doch haben. Ja. Salze, ne? Weil Salze... haben wir so wenig gemacht. Verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Gucken, ob wir hier noch was haben. Ah, das ist der letzte Rüstpass. Ich gucke aber noch mal in der Küche hier nach. Haben wir noch einen Luxophon? Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Gut, dann öffnen wir mal den Riss. Sexuelles Interesse an ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen schön. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril. Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du denn für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld oder waren sie... Elizabeth, sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Ah. Okay, komm. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen.